Hohe Geschwindigkeiten, quietschende Reifen und eine Menge Spaß. Ich befinde mich hier am Haverkamp, wo die Mitglieder des Motorsportclubs Münster wöchentlich aufs Gaspedal treten. Ich mache mich heute mal etwas schlauer, um etwas mehr über den Verein zu erfahren. An meiner Seite habe ich jetzt den Jugendleiter vom Motorsportclub Münster, Markus Deck. Hi Markus. Hi Alex. Mich würde erstmal interessieren, was für Angebote habt ihr eigentlich hier so im Verein? Ja, im Verein, bestes Beispiel haben wir hier unsere Jugendabteilung, ist ja gerade das Jugendslalomtraining. Wir haben noch eine Automobilsparte. Okay. Da wird halt auch Autoslalom trainiert. Und wir haben auch veranstalten auch das VLN-Rundstreckenrennen am Nürburgring. Und ansonsten haben wir noch unsere Zweiradspezialisten, einmal auch auf Rundstrecke und einmal im Crossbereich. Okay, also von den Sportarten her bietet ihr Kart, Motorrad und Auto sozusagen an. Und wie ist das so mit der Finanzierung vom Verein? Also wie finanziert ihr euch? Also hauptsächlich haben wir da einmal ja die Mitgliedsbeiträge, die sind aber relativ gering zu dem, was wir anbieten. Und hauptsächlich finanzieren wir uns halt durch die VLN Langstreckenmeisterschaft, die 9. Veranstaltung, die wir haben am Nürburgring. Das ist halt unsere Haupteinnahmequelle, aber wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir dürfen in dem Sinne keine Gewinne machen und müssen immer bei plus minus null rauskommen. So, ich wage mich jetzt mal hier ans Kartfahren ran, um mal eine der angebotenen Sportarten sozusagen besser zu erfahren und mal gucken, wie ich mich schlage. Ja, nachdem ich mich jetzt mal selbst ans Kartfahren rangewagt habe, habe ich jetzt mal einen richtigen Profi an meiner Seite. Wie bist du denn erstmal aufs Kartfahren und auf diesen Verein gekommen? Also ganz früher kam ein Kumpel zu mir, hat gesagt, er fährt Kart im Verein. Und da habe ich dann gefragt, was ist denn das? Habe mich darüber informiert, bin mal hingegangen. Und seitdem bin ich eigentlich dabei und macht mir immer noch Spaß. Ich konnte jetzt in den letzten 2 Jahren 3 deutsche Meistertitel einfahren. Einer im Supercar-Slalom und 2 im Autoslalom und ich glaube, das lief ganz gut. Ja, wir sind ganz gut dabei. Ich würde uns jetzt auf jeden Fall mit einer der besten Vereine in Westfalen darstellen. Wir haben auch einige deutsche Meistertitel schon geholt in verschiedenen Veranstaltungen. Ich würde auch sehr erfolgreich beschreiben. Wir haben auf jeden Fall sehr gute und talentierte Fahrer. Was für Ziele habt ihr jetzt noch so oder was für Veranstaltungen kommen jetzt so als nächstes, die vielleicht besonders wichtig sind? Die wichtigsten Veranstaltungen sind halt am Ende des Jahres die deutschen Meisterschaften. Die sind auf jeden Fall wichtig. Über die Saison muss man sich natürlich auch qualifizieren. Und die sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ich muss sagen, dass mich der MSC Münster und die Sportarten bis jetzt sehr begeistert haben. Wer jetzt auch mal Lust bekommen hat, außerhalb vom nervigen Straßenverkehr mit dem Gaspedal zu spielen, der weiß ja, wo er sich melden muss. Auf diesem Wege bedanke ich mich bei Markus Deck und dem MSC Münster für die nette Zusammenarbeit und sage Tschö, bis zum nächsten Mal.